Okay, wir machen mal kurz den Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. So, heute geht's weiter. Jetzt bin ich wieder da. Post war gerade kurz gekommen, deswegen musste ich mal kurz runter. So, okay. Ja, weiter geht's heute. Nochmal in der Höhle. Ja, wir versuchen ja mal gucken, ob wir da was gefangen bekommen. Und zwar reisen wir dafür extra Freestyle. Mein Gott. Ich bin ein bisschen außer Atem gerade, sorry. Da wir Kälte ja jetzt mit dabei haben. Oder überhaupt dabei haben. So. Wollen wir ja heute eigentlich unbedingt nochmal eine Kraftwurzel gefunden. Noch ein bisschen eigentlich auf legendäre Pokémon-Jagd gehen. Aber hier? Nichts Wichtiges. Okay. Ja, heute geht's weiter mit dem nächsten legendären Pokémon. Ich weiß nicht, wie gesagt, nicht, was uns jetzt bevorsteht. Wir werden wieder das mit den Leih-Pokémon machen. Ich denke, das wird das, was das Sinnvollste gerade. Schau mal hier. Oh, du bist jetzt Yoshi. Halt dich fest, ich habe Schlinking im Deiner-Riesennest gefunden. Im Tausch gegen 5 Brocken deiner Erz berate ich dir auch, wo Schlinking sich aufhält. Oh klar, gerne. Oh, du hast ja schon jede Menge Einträge zu den Aufenthaltsorten diverser Pokémon. Möchtest du einen älteren Eintrag löschen, um diesen neuen speichern zu können? Voltriant. Mila hatte den Aufenthaltsort von Schlinking verraten. Quatsch einfach mal die Forscherin da an, wenn du dich der Ausbildung stellen willst. Du schaffst das schon, Mann. Hallo, ich bin Explosionsleiter. Hast du was Legendäres zu zeigen? What up? Jetzt bekommen wir es mir dann zeigen. Koronasbar. Oh, aber das nicht Koronasbar, der König der Reichen hatte. Es wird auf seinem tollen Ross drohen. Es gibt es genauso aus, wie die Legende ihn beschreibt. Mich wird es gefühlt los, dass ich ihm schon mal begegne, bevor du ihn gefangen hast. Aber ich komme einfach nicht drauf. Hallo? Da hat jemand leise Dankeschön gesagt? Nein, da müsste meine Lausche einen Streich gespielt haben. Da scheint mir das möglich, das Pokémon aus der rätselhaften Tee zu sein. Hilft nur eins, weiter suchen. Lass dich nicht unterkriegen, du schaffst das. Ja, ich vermute aber auch, dass es welches es ist. Ich weiß auch, welches Pokémon er meint. So, möchtest du dein Dynamax-Abenteuer aufbrechen? Klar. Laut meiner Aufzeichnung kennst du bereits die Aufenthaltsorte einiger bestimmter Pokémon. Solche Pokémon muss ich aufhören. Egal, hab doch Pokémon. Möchtest du das Spiel speichern? Ja. Okay, los geht's. Gucken wir mal, was wir wieder jetzt für uns haben. Ich mach mal alleine kämpfen. Wir haben Knuddelhof, wir haben Frigometri und wir haben Elfun. Wir werden das Frigometri picken. Knuddelhof. Pandagro. Oh, die Kuh erholt sich Magma. Okay, dann versuchen wir mal. Wir haben vom Pokémon-Typ Elektro. Ich hoffe, dass es nicht mal nicht wieder Zapdos ist. Das haben wir ja schon gehabt. So, Stahl ist klick die Klack. Wisst ihr, was wir dem Klick? Wir nehmen es. So, wir haben mit Magma und Pandagro zwei Pokémon, die ihm schwer zusetzen könnten. Klick die Klack, hab ich gesagt. Manchmal sieht man es, wenn normal Pokémon habe ich gerade nicht gesehen. Wir fangen mit Trigometri auf jeden Fall an. Das ist natürlich alles andere als super, dass wir das jetzt von Anfang an haben. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. So, ich gehe auf jeden Fall erstmal auf ein bisschen schützen. Weil wir müssen. Ja. Den anderen vielleicht noch ein bisschen helfen. Mal gucken, was hin. Ich weiß noch nicht, welches legendäre Pokémon ist. Ich kaufe das Doppel mal soweit eigentlich, was das betrifft, durch. Jawohl, schön Magma mitgedacht. Diskus. Ja gut, es war klar, dass es auf Knuddelhof geht. Knuddelhof geht sowieso baden. Ich hab doch was hinkriegen. Metallsound. Aber nicht auf mich, mein Freund. Okay.
Angriff steigt, Verteidigung steigt. So, gehen wir erstmal auf Deiner Frost, damit wir auch ein bisschen was geschissen mitbekommen. Gut, bisschen, das heißt, klar. Jawohl, noch ein Feuerstoff von Magma, sehr geil. Und es brennt. Wieder Stoß, wenn du jetzt ein bisschen. Wenn du jetzt ein bisschen clever bist, das Quandagro aus ist mit einer guten Kampfattacke weg. So zum Beispiel, damit ist Klick-die-Klack schon mal Geschichte. So, wir werden es natürlich versuchen zu fangen. Und damit gehört es erstmal uns. Ich weiß natürlich, was wir als nächstes, wenn wir als nächstes bevorstehen oder gegenüberstehen werden. Nee, brauchen wir nicht. Die Kuh war schneller und holt sich das Pokémon. So, Drache. Oh, da können wir ja. Ach, wir können irgendwie gar nicht gehen. Nehmen wir Käfer. Das, ich werde mich gerne den Weg Drache Boden gegangen. Weil da wäre man ein bisschen einfacher mit dem Eis-Pokémon dabei gewesen. Mal rein auf jeden Fall mit Blizzard. So, wenn es jetzt. Ich dachte mir, jetzt haben wir vielleicht ein bisschen Glück, dass es erstmal noch tiefgekühlt wird, schnell. Kann man so wie bei der noch Code sehen. So, bleiben wir weiter mal drauf mit der Donner. Okay. Ja, natürlich kriegen wir noch die Dings ab. Gangwechsel von Klicky Klack. Ja, jetzt geht er drauf auf Bitterkurs. Damit ist die Verwirrung zumindest dabei. Und ich kann nicht angreifen. Klick Diskus. Halbe Leben von diesem. Von Boltulas weg. Wenn wir Glück haben, schlägt es sich sogar selber. Macht es nicht. Es geht erstmal auf Deiner Gewitter. Auf Knuddelluft und Knuddelluft bleibt aber noch. Bleibt aber noch. Okay. Ja, weiterhin drauf. Gut. Ja! Gut. Und ich kann nicht weiter nicht angreifen. Mit der zweiten, die zweite Variante. Beziehungsweise die zweite. Nee, warte mal, das brauchen wir nicht. Zweite Runde hintereinander, das ist. Sich klappt, aber mit dem Kika-Stoß geht dieses Voltula baden. Wir werden es mit natürlich das Pokémon mitnehmen. Ich denke, es ist auch eine gute Idee, das Pokémon dann quasi als Leit-Pokémon mitzunehmen. Ja, jedenfalls ist es erstmal gefangen. Ich glaube, wir hatten schon mal ein Problem mit dem Pokémon. Team aufhängen. Ich brauche es auf jeden Fall. So, Wasser. Simon.
Ist auf jeden Fall ein Zähmon. So, was will die von uns? Ja, bleiben wir mal so. Nimm mal Fokusgurt. Voltula trägt einen Fokusgurt. Ja, und wir nehmen uns das Zähmon mit. Kriegen wir erstmal eine gute Donnerattacke, die aber daneben geht. Okay, schade. Der geht auf deiner Flut auf und ist direkt drauf. Klar, er versucht das schwer. Das schwerste Pokémon direkt mit einem Moment zu besiegen. Aber ich habe jetzt Glück mit dem Donner. Das könnte klappen. Das war da. Schöne Glocke. Probieren wir es nochmal. Oh ja, der hat gesessen. Und die Paralyse greift dazu. Jetzt greift es bitte mit an. Das wäre super. Na. Aber man hat ich will das alles durchkommen. Und Pandago kommt auch nur mit so einem Nichts momentan. Dachte mir schon jetzt. Okay, Gafti kann. So, dann gehen wir auf Elektroball. Und nehmen mal das Zähmon aus dem Rennen. Dann fangen wir uns das auf den Fall. Aber ich glaube nicht, dass wir uns das mitnehmen. Oh doch, Zähmon, der gar nicht so schlecht. So, der Drachenhaut. Ich weiß nicht, ob das Drachenlaut dann gilt quasi, wenn nur der Tausch kommt. Ja, die Weiterentwicklung mit auf Zedra King wäre vielleicht auch nicht schlecht. Also, mach mal. Wir nehmen es auf jeden Fall mit. Jetzt haben wir natürlich ein dickes Problem. Ich hoffe nicht, dass wir wieder auf Zapdos treffen, weil Zapdos haben wir schon. Aber es kann auch sein, dass es Volciantis oder Volciant, der das ist Ultra Bestie. Nö, 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 es ist Voltolos. Es ist Voltolos, liebe Leute. Ja, das ist ja super. Scheiße, dachte mir, ja, da hat vielleicht ein bisschen Glück mit diesem Hund. Naja, egal. Ich werde das wieder verkacken mit einem Feierabend für die Folge hier. Wir uns dann nochmal durchgehen, weil ich muss auch gucken, wie die Story dann weitergeht quasi. Weil theoretisch haben wir ja jetzt einiges getan. Leute, das geht auf jeden Fall auf Regentanz. Das ist gut. Eigentlich, mehr oder weniger, für uns nicht so. Weil ich glaube, dass er mit Donner gleich kommen wird. So, wir gehen auf deine Wurm. Ja, das ist überhaupt nichts. So, was denn hier mal angreifen würde, mein Freund? Vielleicht haben wir mit dem Damage wahrscheinlich gekriegt. Ich vermute, dass Voltolos jetzt gleich schön auf Donner gehen wird und uns jetzt gleich schön wegbraten wird. So, Bitterkuss trifft Gott sei Dank. Vielleicht haben wir auch ein bisschen Glück, dass wir vielleicht... Na, mal gucken. So, die Deiner Flug geht auf jeden Fall drauf, weil wir müssen ein bisschen Power jetzt angreifen wollen. Deiner Flug... Wollte das jetzt Deiner Flug ein? Okay. Nicht tragisch. Ist da noch einen hinterher? Du bist doch weg. Du bist doch die Elektro-Variante, oder nicht? Hör auf mit... Nervst doch nicht mit Coaching die ganze Zeit. Du kannst auch mal ein bisschen angreifen.
Ich weiß, der Angriff und Verteidigung steigt jetzt gerade ein bisschen, aber ich würde gern eher auf volle Power gehen, weil eher kriegen wir dieses Pokémon down. Ja, das ist immer noch legendärisch. So. Zauberschein noch drauf. Volle Power, komm. Ja, es schlägt sich zumindest mal selber. Und der Metall-Sound lässt dann Angriff zumindest die Spezialverteidigung singen. Okay, da könnten wir vielleicht ein bisschen mit Glück haben, aber jetzt nochmal mit ein bisschen mehr Kraft draufgehen. Ja! Yes! Und es geht nochmal weiter. Ja gut, der Angriff wird jetzt stärker, aber nicht tragisch. Ich habe heute keine Barriere auf, das ist das Wichtigste. Okay, vielleicht haben wir ein bisschen Glück jetzt mehr. Wenn die mal mit angreifen würden, wäre es vielleicht einfacher. Ich glaube nicht, dass du mit alle... dass du auf alles gehen kannst. Gleichzeitig. Vielleicht haben wir Glück, dass wir ein legendäres diese Folge fangen. Ja, gut, okay. Wir haben... Klar, der Dynamax ist bei uns jetzt erstmal down. Und wir bleiben bei der Wasserattacke. Wir müssen natürlich auf eine Wasserattacke bauen. Statusveränderung hast du jetzt hier gesetzt. Okay. Klick die Klack. Ich hab mal gehört, vielleicht kriegen wir es doch irgendwie jetzt gebacken. Yes! Klick die Klack, mach Feierabend. Damit haben wir ein legendäres Pokémon in dieser Folge gekriegt. Vom Typ Elektro. Was wollen wir natürlich mitnehmen? Werden. Ja, wieder ein neues Pokémon in unserer kleinen Liste. Eigentlich müsste es ohne Probleme sein. Ich glaube nicht, dass es dann uns einmal ausbrechen wird. Dreimal und Hass. Voltolos gehört uns. Ja, Voltolos natürlich klar, dass wir uns ein legendäres Pokémon mitnehmen. Nein. So, warte mal gucken, was wir dann dafür kriegen. Dafür fliegt jetzt leider Knackrack mal aus dem Team. So. Super. Sehr gut gemacht. Ich hoffe, wir können auch in Zukunft noch zusammenarbeiten. Warte mal, kannst du nicht Pokémon heilen? Okay. Jo, cool. Dann haben wir das soweit auch mit Keldeo. Mit dem nächsten Dynamax-Pokémon. Und zwar, wie gesagt, Voltolos, dass es noch in der Liste jetzt ist. Und dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem nächsten legendären Pokémon. Bis dahin und tschüss.